Das Anna-Göldi-Museum ist ja in dem Sinn kein historisches Museum, es versteht sich als Menschenrechtsmuseum und da geht es natürlich auch um die Frauenrechte. Und wenn wir jetzt zurückdenken, es ist 240 Jahre her, seit Anna-Göldi hingerichtet wurde. Aus heutiger Sicht kann man sagen, das war ein Femizid. Und es ist uns eben ganz wichtig, dass wir diese Verbindung in die Gegenwart immer wieder auch herstellen können und eben auch diese Diskussion über die Menschenrechte in der Gegenwart weiterführen können. Die Soroptimistinnen, also der Club aus dem Glarnerland, die sind 2019 zum ersten Mal auf uns zugekommen und haben das angeregt, dass doch das eine ideale Verbindung wäre, wenn unser Bau eben das Anna-Göldi-Museum, wo es um Menschenrechte, Frauengeschichte und eben auch Geschichte von unten, Interkultur, wirklich um die Geschichte der Benachteiligten geht, dass das eigentlich ideal wäre, wenn Sie dieses Gebäude orange beleuchten dürften. Dieses Jahr ist das Besondere, dass der Club entschieden hat, dass sie eben jetzt, wo Energie gespart werden soll, eben nicht den Kamin, also es wurde dann später nicht mehr das Gebäude, sondern jährlich unser Kamin beleuchtet, dass man das nicht machen möchte, weil es ein falsches Zeichen ist. Darum habe ich einfach auch gefunden, wo das Turmbeleuchten nicht mehr zur Sprache gekommen ist, irgendetwas muss noch sein. Und dann ist mir einfach der Gedanke gekommen, man könnte ja auch einfach orangige Mäntel aufhängen, oder? Es ist ja Winter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau muss zum Haus aus, weil sie bedroht wird, dann braucht sie auch einen Mantel. Ja, wo wir am Aufhängen gewesen sind, ist unten durch ist ja die Post drin, ist eine Postlerin rausgekommen und ist an einem Veloständer und hat das Velo genommen und hat gesagt, endlich passiert einmal etwas. Und am anderen Tag musste ich dann tatsächlich schmunzeln, als ich die Zeitung Südostschweiz aufgemacht habe, ist auf der zweiten Seite die grosse Foto gsi und ja, ich habe einfach gefunden, wow, das ist aber schon noch toll, dass wir jetzt gerade auf der zweiten Seite kommen. Also es ist offensichtlich, ist es auch der Zeitung wichtig, dass das durchgeht, die Mitteilung. Hier haben wir eine Kerze angezündet von Amnesty International. Das Anna-Göldi-Museum ist Partner von Amnesty International. Wir arbeiten eigentlich mit ganz verschiedenen Menschenrechtsorganisationen zusammen. Und es ist ja auch so, dass diese Orange Days oder diese 16 Tage gegen Gewalt an Frauen von mehreren Organisationen unterstützt und getragen wird. Und letztes Jahr haben wir eben im Rahmen unserer Veranstaltung am 10. Dezember diese Kerze erstmals entzündet. Und deshalb auch dieses Jahr jetzt ein Kerzenziehen. Wir werden also nicht diese Amnesty-Kerzen nur noch verkaufen, sondern wir werden eben selber auch Kerzen machen. Das ganze Ehegesetz war ja da so. Ich hätte ja gar nicht dürfen arbeiten, ohne dass mein Mann eingewilligt hat. Wenn er aber gesagt hat, geh du arbeiten, hätte ich müssen, ob ich jetzt willen oder nicht. Das ist halt schon ganz ein unmäßiges Gleichgewicht gewesen. Also und wir sind hier im Glarnerland.
muss ich vielleicht wirklich auch sagen, wird, man kennt jeden, Und wenn man in der Zeitung ist, weiß man, wer das ist. Und dann wird schon jemand die so ein kritisch geredet und sagt, du bist jetzt um die Feministinnen gegangen und für was setzt du dich ein? Gerade durch den Frauenstreik, die Themen werden anders aufgenommen, ist hellhöriger. Es gibt Frauen, die sagen, hey, das finde ich super, wenn wieder einmal irgendeine Aktion war von uns, eben ein Zeitungsbericht. Man bekommt Komplimente über, dass wir uns einsetzen für die Sache. Da möchte ich wirklich sagen, es hat sich verändert. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist wohlwollender, wenn ich jetzt da sagen will. Also wenig verändert ist einfach das Übergewicht von, wenn ein Mann etwas sagt, dann ist es so. Wenn eine Frau etwas sagt, dann wird das zuerst so ein bisschen, ist es echt so, wird in Frage gestellt, kann ich das sein? Und erst wenn dann wirklich etwas positiv rauskommt, dann wird das akzeptiert. Also ich denke, an dem müssen wir halt immer noch wieder arbeiten.